Witzige ist, wir können da jetzt irgendwie schon reingehen. Wieso ist denn die Tür offen? Ah ja! Ah, Großrechner, ich verstehe. So, Regale, nutzlos, nutzlos. Crap. Speichern. So, jetzt können wir die hier nicht reparieren machen. Nein, reparieren. Hallo? Ha, ich hab's. Oh, Buddha! Sei deine Seele gnädig, fahr zur Hölle, glühendes Eisen. Jo, sollte man nicht machen, weil man ist dann im Kampf und so. Gut, dann müssen wir AHS-9 töten. Wie oder was ist eine AHS-9? Ja, die Hubologen sind solche Lappen, also Lappen, ich sage in letzter Zeit viel zu oft Lappen. Die sind solche Oberlappen, das sind irgendwie so eine Sekte und je besser man ist, desto höher ist der Titel und das höchste ist 9, also 9 ist der Anführer und genau, das war es eigentlich auch schon. Wie kann ich dir behilflich sein? Mit wem kann ich dir behilflich sein? Mit wem hast du da gekämpft? Das war Lupin. Er ist mein eingeschworener Feind und mein Rivale. Sollte mich besiegen, fürchte ich für die Zukunft meines Volkes. Die Leute sind doch nur Schafsköpfe. Du solltest für dich selber kämpfen. Dann wirst du gewinnen. Das muss ich. Ich fürchte aber, wir sind uns ebenbürtig. Wir haben auch dieselben Zahl von Anhängern. Eine Person würde den Ausschlag geben. Ich bin diese Person. Tatsächlich, vielleicht solltest du dich auf die Probe stellen. Ich möchte ihn nur in einem ehrenvollen Kampf besiegen. Hey, er wird so oder so sterben. Was macht es schon für einen Unterschied? Tja, das hört sich fern. Wie soll die Probe aussehen? Der Drache mustert dich. Ich kann es noch nicht zulassen, dass jemand mit deinem Können selbst verletzt. Zeig mir, wie man kämpft. Du kannst dein Können nur noch verbessern, wenn du es einsetzt. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Ah ja, okay. Wer bist du? Ich bin der Drache, der Beschützer des Volkes, der eingeschworene Feind Lupins. Und er und ich sind die letzten Meister unserer Zunft. Okay, dann tun wir mal diesen Lupan-Spastiker herausfordern. Ich glaube, der ist auf der anderen Seite. Also die blauen und die roten sind irgendwie diese komischen. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe das auch nicht so wirklich. Was willst du? Mit wem hast du da gekämpft? Der Drache, der ist ein Schwächling, der Schwäche nährt. Die Leute sind doch nur Schafsköpfe. Du solltest für dich selbst kämpfen. Ja, das sollte ich wohl. Und das werde ich. Leider steht mir der Drache im Weg. Wir sind uns zu ebenbürtig im Kampf. Alles, was ich brauche, ist ein Mann, der kämpfen kann und mir hilft. Ah, ich hätte noch ein paar Fragen. Schon gut. Ja, wie gesagt, das hier ist eigentlich das Arschloch und der andere ist eigentlich der Gute. Deswegen, ich möchte dich herausfordern. Du willst dir einen Kampf auf Leben und Tod oder willst du nur mal sehen, wer der Bessere ist? Bis zum bitteren Ende. Ich kann es mit dir aufnehmen. Gut, hoffentlich hast du schon ein Grab geschaufelt, Grab schaufeln lassen. Hat der Drache dich geschickt? Nein, ich kämpfe gegen dich, weil ich glaube, dass du der letzte Dreck bist. Gut, wenigstens bist du an bla bla bla. Ich werde vorher doch nochmal mit dem Drachen einen Probekampf machen. Ja, wartet, nein, das muss ich nochmal laden. Habe ich eigentlich irgendwelche Baseball-Dinger oder so dabei? Ich habe viel zu viele Lebenspunkte. Lade ich das nochmal schnell. Werde ich schnell einen Kampf gegen den Drachen machen. Aber nicht auf Leben und Tod, sondern normal. Weil, wie gesagt, der Drache ist der Gute und der Lupin ist der Wichser und so Zeugs. Und ihr wisst schon. Jetzt tue ich erstmal hier. Stopp. Sand, zack. Sand, zack. So, dann kann ich mal ein paar Punkte sinnvoll verwenden, unbewaffnet hier noch ein bisschen draufskillen. So. 20, okay. Speichern wir mal auf dem hier ab. So, wunderbar. Ich möchte dich herausfordern. Zuerst sollten wir uns darauf einigen, ob mir ein Kampf bis zum bitteren Ende sein soll oder ob wir nur unser Können messen. Wir werden unser Können messen. Ich will dich nicht töten. Ah, ein Krieger. Ich sollte ge dich gegen einen meiner Männer antreten lassen, um zu sehen, ob du dich bewährst. Fangen wir an. Beginn. Ja, ich fange jetzt erstmal an.
gegen irgendwelche Spastiker zu kämpfen, die es überhaupt nicht drauf haben. Aber egal. Kämpf. Au. So, schauen wir mal. Ich könnte Heumacher, Jab, Heumacher. Ja, pass mal auf hier. Augen. Was? Ich verfehle. Aha. 24 Trefferpunkte, da sagst du nichts mehr. Ich hab gewonnen! Ein Schlag. Ja, und jetzt der nächste bitte. Ich bin Jimmy, mach dich bereit. Ja, dann mach dich mal bereit, Jimmy. Mach du dich bereit zu sterben. Drei. Sieben. Hey, was bist du für ein Arschloch? Was hältst du davon, wenn ich dir in die Augen schlag, du kleiner Wichser? Wo bist du? Hilfe! Ah, oh, krieg ich noch eine Runde? Oh, kriegst du vollends auf die Fresse und ich hab gewonnen. Und Moment mal, man kann auch theoretisch einen Powerkick machen. Und einen Hookkick. So, ein Hookkick kostet 7. Ach, der ist so teuer. Powerkick. Ja, schön, ne? Ich rate dir zu fliehen! Ja, mach mal so einen Hookkick. Um die Augen. Oh, der hat wehgetan, ne? Oh, das zieht rein. 22 Trefferpunkte, das war gar nicht so viel. So, und Jab. In Kopf. So. Nur für 4. Mein Gesicht, mein Gesicht! Du hast gewonnen, natürlich habe ich gewonnen. Deswegen höre ich jetzt auch einfach auf. Er hat 1 von 100 Trefferpunkten. Okay, da hat er gerade noch überlebt. Der nächste, bitte. Ich bin Herb, an mir kommst du nicht vorbei. Kämpfe. Schauen wir mal, ob wir an Herb vorbeikommen. Hey, tritt mich nicht. Aber wir laden unsere Trefferpunkte sogar auf. Aber die sind schon richtig böse, die Viecher. So. Augen. Augen. Kopf. Entschuldigung. Ich wurde kritisch für 16 Trefferpunkte getroffen. Autsch. Gib auf. Nachdem ich dich zu Boden geschlagen habe, vielleicht. Für 29 Trefferpunkte. Dann machen wir den hier. Machen wir einen kleinen Rückzug. Ah, ich habe gewonnen. Sehr schön. Wie er nochmal auf mich zulaufen wollte, er ist schon tot, hey. So, was kommt als nächstes? Wer will, mehr mag, mehr hat noch nicht. Der nächste, bitte. Ich bin Jobe. Jetzt bist du fällig. Ah ja. Autsch. 12? Willst du mich verarschen? Fick dich! Fick dich! Okay, du kleiner Lappen. Jetzt kriegst du übelst was in die Fresse gedrückt. Nein! Hat 130 Trefferpunkte. Alter, was bist du für ein Wichser? 15! Willst du mich verarschen? Er macht mich voll rund. Tu mir. Oh, cannot save at this time. Okay. Nein, ich treffe nicht! Zack, bumm. Okay, Power Kick. Jawohl! Da fliegt er weg. Okay, jetzt hat. So, jetzt mache ich einen auf Sulik. Und noch einen nach vorne. Sehr schön. 24 Trefferpunkte. So muss das gehen. 20! 20! Er haut mich. Boah, schaut mal, was die wieder reinhaut. Ich werde mal was anderes versuchen. Beim Drachen dann, weil bei dem, glaube ich, brauche ich das noch nicht, aber. Wie viel hat denn der noch? Ja, nicht mehr viel. Du hast gewonnen. Aber. Fick dich.
Ja, denn das war der Wichser hat mich voll rund gemacht. Ich hatte nur noch voll wenig Trefferpunkte übrig. Hallo? Wahrscheinlich sind jetzt alle feindlich auf mich und wollen mich umbringen. Der nächste wird. Jetzt kommt noch einer. Für den Sieg über deine Feinde verdienst du 600 Erfahrungspunkte. Finish him quasi. 16, 16, natürlich. Und 20, klar. Zielobjekt außer Reichweite. Der Typ ist ein bisschen zu übel drauf irgendwie. Klar, dreimal. Warum nicht? Zweiens. Alter. So. Friss das. Und jetzt kriegst du einen Powerkick, da wo es richtig weh tut. Und zwar Augen. Sodala. Für 43 und er fällt zu Boden, obwohl er schon am Boden liegt und ich habe gewonnen. Und jetzt komm her, wie viel hast du noch? 51. Du kriegst jetzt einen in die Augen. 32 und noch einen. Nein, es reicht nicht ganz aus. Nein, ich wollte ihn auch umbringen. 600 Erfahrungspunkte ist doch gar nicht mal schlecht. So, was kommt jetzt? Kommt jetzt endlich der Drache oder kommt noch so ein abgefuckter Oberlappen? Jetzt kommt der Drache! Ah. Der ist zu heftig. Ich will speichern. Aua. Cannot save at this time. Okay, das wird übel ausgehen. Der wird uns wahrscheinlich fertig machen. Der macht mir einen normalen Schlag. 20, 29. Oh, er ist echt übel. Wie oft darf der angreifen? Boah, scheiße, der. Ich glaube, ich habe gegen den keine Chance. Pass mal auf, machen wir es mal anders. Eins, zwei, drei, vier. Der ist zu heftig. Ja, der macht uns fertig. Da habe ich keine Chance gegen den. 13, 19. Hat der Metallfäuste oder was? Er bringt mich um, oder? Du hast verloren. Okay. Der bringt mich jetzt trotzdem um. Hey, was bist du für ein Arschloch? Okay. Wir sind tot. Obwohl wir gesagt haben, wir machen keinen Kampf auf Leben und Tod, ich bin trotzdem tot. Das ist sehr nett. Es hat jetzt ziemlich lange gedauert. Und der Drache ist ein ziemlicher Arsch. Okay, pass mal auf. Das werde ich anders machen. Ich versuche gleich, den anderen auf Leben und Tod herauszufordern. Das ist ja voll der Dreck hier. Haut mich der echt um. So, wir haben jetzt zwei Alternativen gehabt. Einmal gleich den Kampf anzufangen oder in den Ring mit ihm zu steigen. Ich steige natürlich in den Ring. Oh, komm her. Ah, so, da la. Was tue ich dir jetzt Schönes, mein Freund? Ich kann. So, bitte geht doch. Wieso ist Lupin gleichwertig? Der hat viel weniger Lebenspunkte. So. Mein Gesicht, ja. Du mich auch. So, da la. Bleibt nicht mehr viel übrig. 54 hat er noch. Aber ich verstehe nicht, warum der andere gesagt hat, dass sie gleichwertig sind. Ich meine, schau dir das mal an. Augen. Jawohl. Da gibt es einen schön in die Augen rein für 15 Trefferpunkte.
Nur 15 Trefferpunkte. Und nochmal kritisch. Jawohl, 19. Und jetzt zieht er eine Uzi und haut auf mich. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Was für ein Feigling. So, und er kann noch einmal noch auf mich schießen. So, stirb, du Wichser. Level up. 2000 Erfahrungspunkte. So. Du hast LePawn in einem Kampf auf Leben und Tod besiegt. Irgendwie scheint die Sonne heute heller als schon sonst.